oh Gott, wir verlieren voll viele Lebensenergie. Ich bin gewalzt. Ich bin gewalzt. Scheiße, ich bin gewalzt. Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Overlord. Beim letzten Mal hatten wir uns ja in diesen Festungsvorhof gewagt, um letztlich ja den guten König Goldo dann zu besuchen. Ihr wisst schon, dass ihr die... Hallo? Wieso kommen denn da Zwerge von unten? Das ist ja aber auch nicht okay, ne? Und ihr Schergen sollt gefälligst die richtigen Fässer kaputt machen, damit das auch mal jeder verstanden hat. Also, wir haben uns hier in den Festungsvorhof gewagt, um den König Goldo zu besuchen. Wir wollen nämlich mal einen Blick auf sein Gold werfen. Oh, die Maus hat sich schon wieder entschieden, einige Neuerungen einzuführen. Das finde ich immer sehr, sehr gelungen, ja. Die haben hier sogar einen Gebirgsee, die Zwerge. Na, das ist doch schön atmosphärisch. Das finde ich nett. Na, das unterstützt die Nettigkeit der Zwerge. Das muss man fairerweise sagen. So. Oh ja, der unterstützt garantiert nicht die Nettigkeit der Zwerge. Wir werden mit unseren Schergen hier parken. Und dann werden wir die Zwerge mal eigenhändig eliminieren, denn das kann ja wohl nicht sein, dass hier schon wieder diese Magierbogenschützen rumkreuchen und fleuchen. Und uns hier, Hallo! Ich will diese Lebenskraft! Verflucht! Verflucht! Okay, ich brauche einen Schergen. Wir können mal brutzeln, bitte. Das hat nicht mal gereicht. Scherge, du bringst mir das. Und wir killen die Zwerge. So, und jetzt gehst du zurück zu dem Sammelpunkt. Kannst du das? Nein. Es hat mich nicht besonders überrascht, dass er es nicht kann. Naja. Okay. Ich habe hier vorne den Flammenzwerg gesehen, deswegen werden wir hier noch ein bisschen selbstständig umherirren. Nein, wir werden natürlich gewollt. Ach so, du bist ja auch noch da. Jetzt hat er sich selber abgefackelt, der Gute. Hat ihm aber nichts gemacht. Wir werden noch ein bisschen selbst hier die Zwerge zerstören. Und wir haben ja schon... Oh, die trinken wieder Bier. Wir haben ja schon gesagt, wir sind hier, um den König Goldo zu besuchen. Um ihm davon abzuraten, dass er sein Gold alleine ausgibt. Wir wollen es nämlich auch haben. Es soll doch jeder an dem schönen Gold des König Goldo teilhaben. Und jeder soll davon profitieren. Finde ich persönlich eine sehr humane Aussage. Tod dem Flammenzwerg. Auch das ist eine sehr humane Aussage, denn es ist ja ein Zwerg und kein Mensch, der hier brutzelt und stirbt. Hoffe ich. Ich hole mal wieder meine Schergen. Ich hoffe, sie finden den sehr komplizierten Weg über zwei Treppen zu mir. Ja, kann man so sagen. Sie haben es geschafft. Brave Zwerge. Schergen. Brave Zwerge? Was? Völliger Schwachsinn hier wieder. So, irgendjemand darf hier wieder die Ausrüstung von dem Flammenzwerg bekommen. Ja, und irgendwer darf sich wieder an den blöden Palisaden vergreifen. Die sind ja tödlich. Feindliche Palisaden müssen sofort eliminiert werden. Das weiß jeder gute Scherge, ganz genau. Und wir steigern unsere Schergenstärke. Steigern der Schergenstärke. Oh, und die Kisten lassen wir einfach übrig, oder wie? Ja, das habt ihr euch prima ausgedacht. Erstmal den Blauen vorschicken. Der kriegt die Lage in den Griff. Das ist eine gute Idee. Nein, ich will euch alle... Leute, ich möchte euch bitte hier hinschicken und einer von euch soll die Waffe aufheben. Die ist schon weg. Nein, die ist noch da. Och, Leute. Was, wieder eine olle Spitzhacke oder was? Es ist mir egal. Wir gehen hier einfach weiter. Vielleicht wohnt ja hier schon der König Goldo. Es wären zumindest die königlichen Hallen. Wir dürfen nicht vergessen, uns am König Goldo zu rächen für die Zerstörung des Turmes, ne? Sieht so aus, als ob der Bergbau diesem Ort nicht so gut getan hätte. Oh, Flammenzwerge. Vorsicht, Herr! Ich wollte doch nicht unter Steinen und Zwergen klein begraben werden. Ja, das heißt, dass wir sollen die Schergen lieber hier stehen lassen, oder wie? Damit die nicht, Oh, ich würde jetzt einfach mal die Schergen hier parken. Nicht, dass die hier noch draufgehen. Das, ja, stimmt, da könnte hier einiges zusammenbrechen. Okay, ich sehe drei Flammenzwerge. Das ist nicht gesund. Das ist absolut nicht gesund. Wir werden uns mal von hinten anschleichen. Vor allen Dingen können wir uns sehr gut anschleichen, wenn uns alle dabei erstmal sehen.
Ja, das finde ich ist sehr vernünftig. Das ist eine eigene Anschleichtechnik des Overlords. Na scheiße. Oh, wir fliehen uns hinter die Säule. Da kann uns nichts passieren. Oh Gott, sind die bekloppt? Scheiße. Die nehmen hier den Laden selber auseinander. Da brauchen wir gar keine Schergen mehr. Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, soll der doch einfach die Minen anzünden und sich selbst brutzeln? Können wir das nicht so ausmachen einfach? Das hat ihm aber... Oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen aufpassen. Ist der eine jetzt explodiert? Nee, der ist noch da. Ja, Hilfe. Kannst du dann bitte draufgehen? Wäre das möglich? Kabum? Dankeschön. So, jetzt sollten wir uns beeilen. Die anderen auch noch erledigen. Ah, sehr gut. Das war super. Das hat perfekt geklappt. Ich weiß nicht, ob der eine den anderen ansteckt. Sprich, also ob, wenn der eine explodiert, der andere drauf geht. Aber ich glaube eher nicht. Aber die Säule wahrscheinlich. Sollten wir vielleicht Abstand halten. Ja, genau. Jetzt mal 50 Minen. Ja, leck. Gut, dass wir die Scherge oben geparkt haben. Das wäre hier Tabula Rasa. Okay, das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Ah, Kacke. Kacke! Scheiße, ist das nicht gut. Das ist nicht gut. Nimmt der überhaupt Schaden, der Depp da? So, jetzt aber weg. Jetzt aber weg. Ja, aber schnell. Aber flott, bitte. Aber flott. So. Schergen zu mir. Ja, und jetzt warten wir aber doch nochmal. Boah, leck hier. Boah. Ja, gut, dass wir die Schergen nicht mitgeschickt haben, ne? Ja, da hinten steht ja noch einer von den Flammenzwergen. Das ist aber nicht gut. Okay, die Braunen bitte. Zuerst mal sucht bitte. Und bitte versucht keine Minen auszulösen. Davon haben wir jetzt schon genug. Okay, versucht die Helme einzusammeln. Richtig, genau. Vielleicht warten wir doch nochmal alle zusammen hier oben. Ja, wir warten hier nochmal. Vielleicht weg von der Mine. Einfach mal hier oben in der Mitte. Ja, und zwar alle am besten. Also nicht nur 37. Die Schergen können nur bis 37 zählen. Das ist so. Es gibt keine höhere Zahl. Ist begrenzt bei den Schergen. Ja, genau, das war wieder doof. Voll auf ihn zugerannt. Aber er muss irgendwann nachladen. Oder ich weiß nicht genau, ob das Nachladen ist, was er da macht. Irgendwie nochmal das hier, meine ich. So. Ja, der checkt einfach gar nichts. Wir stehen hinter ihm und er wird... Pff, ist egal. So. Der darf sich erstmal verabschieden. Kavum! Dann sollten wir ein bisschen weggehen von den Minen. Nö, das war okay. Oh nein. Ah, gut, dass ich die Schergen noch nicht gerufen habe. Denn hier kommt böses Gesindel. Oh, ich habe die Schergen gerufen. Das war nicht so clever. Gut, dass ich die Schergen nicht gerufen habe. Ich habe sie gerufen. Was zur Hölle? Wie blöd bin ich eigentlich? Ich erinnere mich nicht mal daran, wenn ich Schergen rufe. Ah, das war nicht gut. Ja, ich habe voll die Deckung des Steines nicht genutzt. Jetzt kann ich aber die Schergen holen. Das ist ein Goldsack. Ein Goldsack, Alter. Okay, aber zuerst, liebe Schergen, bevor wir hier weitergehen, wir müssen nämlich aufpassen. Zuerst nimmt bitte einer diesen Flügelhelm. Die sind nämlich ultra genial, diese Flügelhelme. Und dann gehen wir in Richtung dieses Goldsackes. Ja, unseren besten Freund, den Goldsack, hatten wir beim letzten Mal eingesammelt. Aber es gibt natürlich mehrere beste Freunde, die Goldsäcke heißen. Im Turm, da kann der Overlord dann mit den Goldsäcken zusammen spielen. Vielleicht auch mit ein paar anderen Säcken, aber egal. Ja. Ich habe die Schergen wieder mal nicht unter Kontrolle, aber das macht nichts. Das ist ja quasi schon Standard. Okay, vielleicht nehmen die erstmal den Sack und gehen. Nehmt euren Sack und geht. Was? Leute, ihr könnt da durch. Da ist frei. Ja, ihr könnt mir ruhig glauben, es ist frei. Okay, der Rest von euch kann hier mal sich mit Äxten bewaffnen. Ah, die haben mittlerweile Doppeläxte und brauchen die einfach nicht mehr. Okay, die blauen Schergen nehmen noch die Äxte, obwohl ich nicht weiß, wie sie benutzen wollen. Die hauen ja dann doch nur irgendwie mit den Händen oder den Flossen. Und ich habe die Schergen wieder mal nicht unter Kontrolle, dankeschön. So. Ich weiß nicht, die Schergen sollten bald wieder zurückkommen, meiner Meinung nach. Die tragen ihn auf jeden Fall da nach oben, das ist gut. Zum ersten Mal, dass ich die Schergen hier wirklich alleine gehen lasse. Na, ich habe trotzdem nach ihnen gesehen. Da dachte ich mir, das kann ja nicht so lange dauern, Leute.
Was ist denn? Hier? Bei Fuß? Bei Fuß? Dringend in die Hundeschule gehen. Das muss der Overlord noch auf seine Liste setzen. Okay, hier ist echt gar nichts mehr, was ihr noch brauchen könnt. Auch nicht die, die den Sack jetzt getragen haben. Oh Mann, also mittlerweile sind wir schon ein bisschen versnoppt, oder? Ja, wir nehmen gar nichts mehr. Wir nehmen einfach gar nichts. Ja, doch, doch, doch. Ja, kaum sage ich was, ne? Kaum sage ich was. Es ist plötzlich anders. Aber so funktioniert das Universum. Man muss sich nur beschweren oder... Ja, man muss sich einfach nur über irgendwas beschweren und dann ist es plötzlich anders, weil das Universum einem eins auswischen will und sagt, das stimmt ja gar nicht. Also wenn man das jetzt vorsätzlich macht, dann ist es perfekt. So, wir speichern hier automatisch. Das ist sehr gut. Ja, und ich nehme mal an, da drinnen könnte uns schon unser Erzgegner erwarten. Der König Goldo. Der Zwerge. Na gut. Wie auch immer, wir gehen einfach mal rein, oder? Hätte ich gesagt, jetzt so aus, einfach so, einfach aus Spaß. Vielleicht sollten wir einen anderen, ah, da ist er schon, guck mal. Vielleicht sollten wir einen Verlangsamungszauber wählen oder sowas, das wäre vielleicht ganz gut. Vorweg, sonst vergesse ich es nachher wieder. Und dann Attacke auf den König Goldo. Der ist gar nicht so klein für ein Zwerg, finde ich. Das muss Goldo sein. Ja, voll aus Gold, ne? Wer hätte es gedacht. Aber wieso geht denn der? Sollen wir dem jetzt folgen? Offensichtlich nicht. Okay. Jetzt sind wir eingesperrt, ohne Gegner, hier in der Arena. Oh, Kacke. Ja, stimmt. Es war von der Feuerwalze die Rede. Ich weiß es noch. Okay, okay. Vielleicht verstecken wir uns mit den Schergen erstmal. Leute. Wir werden jetzt mal versuchen, todesmutig alleine den... Oh, super. Das klappt ja super. Ah, oh, aber das dauert ewig. Leck. Oh nein, die Grünen springen hier. Das ist aber nicht der Plan. Leute. Oh Gott, wir verlieren voll viele Lebensenergie. Ich bin gewalzt. Scheiße, ich bin gewalzt. Oh, die Grünen haben hier aber ein leichtes Problem, würde ich sagen. Wir haben einen Schergen verloren, ich schätze mal, es ist einer von den Grünen, aber wir haben ihn zur Hälfte runtergebracht, den maschinierten Tod da drüben. Und er fährt voll gegen die Wand. Und ich entschuldige mich für die Lags, aber so ein fettes Ding, ist ja kein Wunder, ne? Dass das nicht sauber fährt. Mit den Walzen-Dingern, Zähnen, wie heißen die? Okay, Leute. Okay. Okay. Fuck! Oh nein! Wir versuchen es weiter. Mit Vollgas auf den Typen drauf zu nudeln. Mal sehen, ob das klappt. Das wäre ja natürlich der Wahnsinn, wenn das plötzlich funktionieren würde, wenn wir jetzt den Idioten da... Nein! Was machen denn die Blauen? Oh Gott! Nein, nicht ihr Blauen! Ihr macht gerade einen Riesenfehler, Leute! Ihr macht gerade einen Riesenfehler! Also noch sind ein paar Schergen zu viel unterwegs, meiner Meinung nach. Aber es könnte klappen. Ja. Also die dürften eigentlich keinen Schaden davon tragen, die Schergen im Eck, denn die sind einfach zu weit weg. Ne, die jubeln eher. Und das Ding ist endgültig zerstört worden von uns. Boah. Krass, und wir haben fast keine Stärken verloren. Das finde ich richtig cool. Der fette Goldo mit seiner fetten Nase, in seiner fetten Axt hier. Und da geht's ja wohl kaputt. Nun, Goldo, du Winzling. Deine Finanzkasse ist mein. Und du stirbst, ciao. Mit diesen epischen Worten erledigte der Overlord den König Goldo. Und der König Goldo explodierte, so wie der Wilfried zum Beispiel auch. Und hat hier gleich den Gang geöffnet. Das ist nett. Ja, aber hallo hier, böse Energie. Wir haben einen Schergen verloren, das sehe ich ein und gebe zu. Aber die meisten Schergen sind noch am Leben, also ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Und wir haben den fiesen König Goldo damit auch besiegt. Und haben damit 4 Helden schon ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen werden, aber für den Moment ist das schon mal eine gute Sache. Ach, guck mal. Oh.
Und da guckt besser nicht hin, das sieht gar nicht so nett aus. Aber da drüben, auf die andere Seite von die Graben... Goldos Schatz, ihr solltet diesem Gold ein schönes Zuhause bieten, Herr. Jo. Ohne die Frauen wäre die Rasse der Elfen in diesem Land vollständig ausgemerzt. Haben die Schergen gefurzt? Keine Elfen mehr? Ach, was für ein Freund. Oh Mann. Wir sind die Letzten. Lasst die Elfen nicht in Vergessenheit geraten. Meister, alles bricht zusammen. Das Gold oder die Elfen. Ach scheiße, wir können doch nicht eine ganze Rasse sterben lassen. Ja, okay, dann nehmen wir halt das Gold natürlich. Leute, was glaubt ihr, wer ich bin? Wir nehmen selbstverständlich das Gold mit. Sehr gut, Herr. Jetzt macht, dass ihr rauskommt. Aber darauf kannst du wetten. Die Schergen tragen... den, ja, das Gold irgendwie, in dem sie drauf sitzen. Ich finde es schade, dass ich die Käfer nicht mehr töten konnte. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft und der Overlord flieht quasi von selbst. Aber drei grüne Schergen wären mir ein bisschen zu wenig, ne? Ja, gucken wir mal. Dunkles Schwarz. Wo sind wir gelandet? Oh, nice. Ja, nice. Ah, die stecken quasi alle im Stein, die guten Schergen. Na, super. Ja, vollkommen ohne Mana. Vollkommen ohne den 50. Schergen, den wir ja leider im Kampf mit König Goldo verloren haben. Ein Grüner war's, der sich nicht zurückhalten konnte und unbedingt hüpfen musste. Naja, was will man machen, ne? Sie sind einfach zu ungestüm, die kleinen Lieblinge. Mann, Mann, Mann. Das ist traurig. Aber was soll's? Hauptsache, wir haben Gold. Oh yeah. Ja, der Overlord hat natürlich völlig recht. Einzig wichtig ist das Gold. Jetzt kommen wir vielleicht an diese Fässer irgendwie dran. Mal probieren, hier die Schergen vielleicht hier unten an dem Dings vorbeizuschicken. Na, das klappt nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Turms. Ich werde sie mal blind irgendwie. Nee, das klappt gar nicht. Naja, dann kommt wieder zurück, Leute. Ja, die sind da tatsächlich nicht rumgekommen. Ja, genau. Es gibt sowas wie Treppen, Schergen. Es gibt sowas wie Treppen. Sie sind kein Mythos. So. Jetzt schauen wir noch einmal. Werfen wir noch einen letzten Blick auf den wunderschönen See hier unten. Naja, gibt Besseres, ne? Auf jeden Fall haben wir den König Goldo und seine blöde Feuerwalze auseinandergenommen und der Scherge hier. Oh ja, wir haben jetzt super Schergen. Also wir haben jetzt einen mit dem Ferdinandstab und einem Flügelhelm, den mit der Krone, den mit der Goldo-Axt und wahrscheinlich auch einem Flügelhelm. Boah, wir haben so super bis an die Zähne bewaffnete Mega-Schergen. Das ist schon geil. Das ist richtig geil. Und wir sind böser geworden, denn wir haben natürlich die Rasse der Elfen einfach untergehen lassen, wie sich gehört. Also, ich meine, Entschuldigung, wir haben die Zwerge jetzt zur, also vielleicht nicht zur Gänze, aber relativ deutlich ausgelöscht. Ja, jetzt will ich natürlich auch, dass die Elfen es ihnen gleich tun. Wir können ja nicht unterscheiden zwischen den Rassen, das macht man nicht. Wir erledigen sie einfach alle. Obwohl natürlich die Menschen sind momentan noch unsere Favoriten, aber wir haben ja auch schon angefangen, die zu terrorisieren und zu erledigen. Also, naja. Ich bin mal gespannt, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Die Genossen Schergen, die Kollegen, die haben sich ja in der Muttergöttinnenstatue versteckt. 5 Stück oder so waren's. Und die sollten... Geht in euren Turm zurück, Meister. Ich habe Informationen über die Schergen in Julis Territorium. Genau davon wollte ich gerade anfangen. Die Schergen müssen doch langsam den Eingang gefunden haben in dieses Juleland. Wo auch immer die wohnen wird. Auf meiner Karte ist noch ein 5. Ort verzeichnet. Allerdings ist der so ein bisschen, ja, so in der Ecke versteckt. Und es gibt keine konkrete Karte. Ich werde euch aber noch damit überraschen, was es sein wird. Sehen wir uns dann genauer an. Aber zunächst mal kehren wir zurück in den Turm, den wir die Schergen hier wieder zurück in ihre Nester geschickt haben. Und tada! Zurück zum Turm. Die Schergen haben
haben ein abgelegenes Portal gefunden. Oh. Das ist wohl die Ruborische Wüste. Genau, die Ruborische Wüste, das fünfte Land. Ach, das war schon. Euch zum Gruße. Ja gut, dann dann? Vernichtete Elfen. Und zwar in doppelter Hinsicht jetzt mittlerweile. Wir haben die Männer getötet und jetzt auch die Frauen. Also wenn eine der Frauen schwanger war, dann war es das jetzt mit den Elfen. Also Schluss aus. Ja, meine Lieben. Ich würde sagen, beim nächsten Mal erkunden wir dann einfach die Ruborische Wüste. Wir können uns das auch hier nochmal ansehen. Ja, die Ruborische Wüste, da ist sie schon. Ja, so sieht sie aus. Aber wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid dann beim nächsten Mal. Und wenn ihr ein bisschen kommentiert. Und der Dämon, der sieht aber auch freundlich aus, finde ich. Also, ich finde den lieb. Ja. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. Großer, mächtiger Overlord. Scheiß nach. Ich will. Hi Leute und herzlich willkommen zum nächsten Arena-Special. Wow, wow, wow. Ja. Wie viel haben wir? 10 Stück? Na, die Braunen habe ich übrigens nur mitgenommen, damit sie sich nachher womöglich noch ausrüsten können. Natürlich machen die Hauptarbeit hier erstmal die Roten. Aber ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch zu den lieben netten Zwergileinchens eine Geschichte zu erzählen. Falls ich sie eben irgendwie auch erwischen kann. Nun, die Zwerge, ganz besonders interessante Leute. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Liebesgeschichte erwähnt hatte. Falls nicht, sollten wir vielleicht weggehen von dem Zwerg hier. Oh, scheiße. hallo? Oh Gott. I am verwirrt. What the hell? Vielleicht können die Braunen mal hier hingehen. Dankeschön. Ja. Ich probiere es einfach nochmal. Es ist ein bisschen chaotisch. Also. Die Zwerge, alle ganz seltsame Leute. Die haben sich nämlich alle zusammen in ein Mädchen namens Sabrina verliebt. Sabrina, eine Dame, die wirklich schon sehr Interessantes erlebt hat. Sie ist geboren im Grenzgebiet zwischen Portugal und Frankreich, also in Spanien. Und dort hat sie Großes geleistet. Sie wurde Tierärztin im Alter von 6 Jahren, hat dann aber Spanien verlassen und ist auf die berühmten Färöerinseln ausgewandert. Ja, und auf diesen Färöerinseln, da sind ihr die Zwerge alle gefolgt. Denn wie gesagt, sie hat sich alle in sie verliebt. Das war schon ziemlich bitterböse für das Zwerglein. Da ist eine fürchterliche Fehde ausgebrochen, auch im Zwergenland zwischen den ganzen Leuten hier. Ja, zunächst mal haben sie sich ein Boot aus Feuer gebaut, heißt es der Legende zufolge. Das ist eher Unsinn. Also wahrscheinlicher ist die Tatsache, dass sie sich wahrscheinlich einfach eine Lore aus einer Mine geschnappt haben und damit quasi über den über das Meer zu den zu Dänemark gehörigen Färöerinseln gekommen sind. Dort haben sie verzweifelt erstmal nach dieser Sabrina gesucht. Auf den Färöerinseln war es eigentlich nicht üblich, dass es besonders viele Thermalquellen gab. Nachdem die Zwerge da waren, hat sich das alles ein bisschen verändert und auf einmal gab es überall Thermalquellen. Die Zwergen wurden als Volkshelden gefeiert, haben das aber überhaupt nicht mitbekommen, waren immer nur auf der stetigen Suche nach dieser Sabrina, haben sie dann irgendwann in einer Höhle gefunden, in einer Höhle voller Geparden, denn Sabrina hatte auch eine dunkle Seite, sie hat sich nämlich mit diesen Tieren vergnügt. Wie auch immer diese Tiere überhaupt auf die Färöerinseln gekommen sind, das ist bis heute eigentlich relativ unklar. Jedenfalls, als die Zwerge dann gesehen haben, womit sie es eigentlich zu tun haben, nämlich einer Dame, die sich da mit unschuldigen Raubtieren vergnügt. Da haben sie alle von ihr abgelassen. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die Zwerge da nicht ganz ohne sind, denn die waren alle schon 200 Jahre alt, als sie sich verliebt haben. Zwerge werden ja einfach ein bisschen älter, während Sabrina ja gerade mal 6 Jahre alt war und später auf den Färöerinseln hat sie sich dann mit 16 eben mit den Tieren vergnügt.
Nun, das alles natürlich ein bisschen Hirngespinst von meiner Seite, aber irgendwas muss ich euch ja erzählen, während ich die Zwerge hier erledige. Sonst, ja, keine Ahnung, was passiert eigentlich dann? Dann ist irgendwie die Welt verloren. Na, es ist wieder so ein seltsames Ende, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich könnte einfach die Folge beenden, aber irgendwie, ich bin noch etwas eingenommen von dieser Sabrina-Geschichte. Naja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oder so. Bis dann, Alter.